neurologische Rehabilitationsstation ist für schwerkranke Patienten, weil es eine Frühreha-Station ist. Und ein Großteil der Patienten haben Schlaganfälle. Wir haben auch Patienten da, die Schädelhirntraumata haben, also schwere Schädelverletzungen letztlich. Es gibt Patienten mit Querschnittserkrankungen, es gibt auch Patienten seltener Erkrankungen wie Nervenentzündungen, die dann auch auf dieser Station behandelt werden können. Die Behandlung auf der neurologischen Frühreha-Station ist multidisziplinär, das heißt, wir haben viele Fachdisziplinen, die auf dieser Station sehr eng zusammenarbeiten. Das ist vor allem die therapeutische Pflege, das ist die Physiotherapie, die Ergotherapie, die Logopädie, die Neuropsychologie und natürlich das ärztliche Team, die dort Hand in Hand arbeiten, um diese schweren Krankheitsbilder dann auf verschiedenen Ebenen optimal zu behandeln. Der Vorteil der frühen Rehabilitation ist, dass es eben früh nach den schweren Hirnerkrankungen einsetzende Behandlung ist auf verschiedenen Ebenen. Wir nutzen neben den Therapeuten auch Trainingsmaschinen, denn es ist wichtig, Wiederholungen durchzuführen. Viele Wiederholungen führen dazu, dass sich die Lähmung beispielsweise nach einem Schlaganfall besser zurückbilden können. Wir haben dafür Therapieroboter, die zusammen mit den Physiotherapeuten eingesetzt wird, wo eben Schreitbewegungen gemacht werden können oder auch der Arm an einem robotergestützten System trainiert werden kann.